Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unserer Infos über Wintermodelle. Hello and welcome to another issue of our Winter Model Reviews. Today we got the Robin 9 Eagle Yak 54. Heute haben wir die Robin 9 Eagle Yak 54. Es ist ein Vierkanalmodell, also das heißt, wir haben Querruder, Höhenruder, Seitenruder und Motorsteuerung. It's a four-channel model, including ailerons, elevator and rudder, and of course motor control. And let's have a look. Schauen wir mal kurz hinein. Sieht schon, das Modell wird komplett fertig geliefert. Wir haben das Modell, wir haben den Sender, wir haben Propeller, Akkus und Batterien. Wir haben das komplette Modell. Es ist absolut fertig gebaut. It's completely built. We got here our battery connector. And of course we can mount the wheels here. Natürlich können wir hier das Fahrwerk montieren. Wir haben den Batterieanschluss. Das besondere Modell ist der Luftschraubenhalter. Es ist nämlich so, dass die Luftschraube über ein spezielles System montiert wird, das es erlaubt, im Falle einer härteren Landung die Luftschraube abzufallen und somit unbeschädigt diese härtere Landung zu überleben. The special thing about this propeller connector is that if you got a harder landing or the propeller get hit by something, it just can fall off without breaking the propeller or breaking the plane. It's a very cool feature for indoor flying. Diese spezielle Propellerverbindung ist ideal fürs Indoor-Fliegen und ist eine Spezialität dieses Modells. Das Modell selbst sieht, wie man schon sehr erkennen kann, sehr vorbildgetreu aus. Wenn wir hier nochmal den Propeller drauf tun, when we add the propeller again, you see that it's very scale looking, it looks really great and you can fly all the aerobatics with it as you can with any other Yak 54. Also man kann damit Kunstflug betreiben wie mit jeder anderen Yak 54, da wir Querruder, Höhenruder und Seitenruder haben. Because we got all the control surfaces you got in the big models. It's the ideal model for indoor flying for the winter. It's really beautiful and it flies quite easy for the beginner, but it can also be flown by pros. Das Modell fliegt sehr gutmütig für wenig erfahrene Piloten, aber bietet auch erfahrenen Piloten viel Spaß durch die Dreiachssteuerung. Die Fernsteuerung, die mitgeliefert ist, ist 2,4 GHz Fernsteuerung, das heißt, wir haben auch hier die Vorteile des 2,4 GHz Systems, wo wir störungsfrei fliegen können. We got a 2.4 GHz System, which allows us to fly without any interferences. And a transmitter can be set to mode 2, 1 or 2. Der Sender kann auf Mode 1 oder Mode 2 umgestellt werden. Dazu muss nur hier hinten zwei Schrauben gelöst werden und die Antenne umgeschaltet werden. Je nachdem ist dann rechts oder andersrum links das Gas. It's a very clever system because it's easy to change the mode from 1 to 2. Es ist ein sehr cleveres System, da man sehr leicht zwischen Mode 1 und Mode 2 umschalten kann. Wir haben neben dem Modell natürlich auch noch die Flugakku mit dabei. Es handelt sich hierbei um einen 1S, also 3,7 Volt, 150 mA Akku, wie wir ihn auch von anderen Modellen kennen. Nur die Konnektoren sind hier etwas anders. Und die Batterien für den Sender werden auch mitgeliefert. Auf der Rückseite des Senders kann der Akku des Modells geladen werden. Das heißt, es ist kein eigenes Ladegerät notwendig. The box includes also the battery for the model and the battery for the transmitter. And the battery for the model can be charged on the transmitter, so you don't need an extra charger. So the model is complete, ready to fly. You got all the things you need. Das Modell ist absolut fertig zu fliegen. Wir haben den Sender, wir haben das Modell, wir haben die Batterien, alles was wir brauchen. Und wir haben die Spezialfunktion mit entfernen lässt. Und zusätzlich haben wir sogar noch eine zweite Luftschraube mit dabei. Falls doch mal etwas bricht, haben wir noch eine zweite Luftschraube. Und natürlich, es gibt Ersatzteile, das heißt, wenn immer benötigt, können wir auch Ersatz anbieten. The model is ready to fly out of the box. You got your model, you got the transmitter and you got two propellers. You got one to connect and one spare. And the propeller is protected by the special propeller connector.
Das war es auch schon wieder für dieses kurze Review zur Yak 45 von Robin Ein Igel. Das Modell ist auch für Anfänger geeignet, aber speziell für fortgeschrittene Piloten gedacht. That's it for the review of the Yak 54 from Nine Eagle. It's targeted for advanced pilots, but it can also be flown by beginners. And it's a real cool model for indoor flying. Soweit zum kurzen Überblick über die Yak 54. Ein sehr schönes Modell für die Winterzeit. That's it for the Yak 54. A nice model for the winter time, and yeah, see you next time, und bis zum nächsten Mal.